Ich begrüße Sie zu unserem digitalen Gottesdienst mit dem Wochenspruch zum zweiten Sonntag nach Epiphanias. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Beginn Worte aus Psalm 105, dem Wochenpsalm, in der Übertragung von Hub Osterhüß. Ich werde an den Ohren gepackt, zurückgeflogen in unvordenkliche Zeiten. Ich schleiche mit in einer Schar, die langen Gänge vom Angstland bis über die Schwelle. Da winkt Weite, Freiheit, Wüste. Ein Ziegel wird von meiner Schulter gewälzt. Ich brauche das unmöglich Schwere nicht mehr zu tragen. Unerhörte Geschichten. Wir riefen, gib uns zu essen, und er ließ Wachteln kommen. Er taute Brot aus dem Himmel. Er brach die Felsen auf, da gurgelte Wasser in Strömen, mitten in der Wüste. Wunder über Wunder. Gott des Abraham, Gott des Isaak, Gott des Jakob und Mose, der, wenn wir schreien, hört, der uns das Bittere süß macht, der Schoß, der uns gebar, der Name, der uns trägt. Lasst uns beten. Du Heiliger Israels, schon immer hast du Wunder getan, um das Geschick Bedrückter zu wenden. Aus Enge hast du in die Weite geführt, aus Klage in die Freude, aus Not in die Fülle. Durch Jesus verwandelst du auch unser Leben. Du machst uns zu Menschen, die aufrecht und klar ihren Weg gehen können, die der Liebe mehr trauen als der Gewalt und die Hoffnung behalten auch da, wo keine Hoffnung ist. Wir danken dir, dass wir zu dir gehören. Begleite auch unser Leben mit deinem Segen. Amen. Hochzeiten sind Ausdruck von Freude und Fülle. Wo eine Hochzeit gefeiert wird, steht zumeist Lebenslust und Unbekümmertheit im Vordergrund. Zumindest in unseren Breitengraden. Nicht der Mangel wird an so einem Fest verwaltet, sondern Fülle verströmt sich. Man isst und trinkt und isst guten Mutes. Das gute Essen, festliche Musik, Tanz und ausgelassene Gemeinschaft machen die Stimmung dieses Festes aus. Es ist ein Freudentag, eine Hochzeit, an die sich die Gäste und vor allem das Brautpaar gerne erinnern wollen. Die Einladung zu diesem Fest ist immer mit bangen Fragen verbunden. Wird alles recht sein? Wird alles reichen und so das Fest auch gelingen? Werden die Gäste sich wohlfühlen? Nicht umsonst sind heute vielfach sogenannte Weddingplaner in die Vorbereitung eingebunden, die Hochzeit frühzeitig, meist schon ein Jahr zuvor, bis ins letzte Detail durchdenken und organisieren, damit an diesem Traumtag, dem schönsten Tag im Leben, wirklich kein Malheur passiert und verhindert wird, dass aus dem Traum ein Traumata wird. Genau das verhindert Jesus in der Geschichte, die ich gleich aus dem Johannesevangelium verlesen werde. Er will, dass das Fest gelingt. Er will, dass die Gäste die Fülle des Lebens erfahren.
Wein in Hülle und Fülle wird zum Zeichen der Fülle, einer Fülle, die von ihm, von Jesus ausgeht und die letztlich mit seinem Kommen verbunden ist. Ich lese das erste Zeichen Jesu, das er vollbracht hatte, nach Johannes 2. Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht aber zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, das Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Im schwäbischen Pietismus gibt es ein kurzes und bündiges Urteil über dieses erste Zeichen Jesu. Das ist nicht sein bestes Stück gewesen. Übersetzt, das war nicht sein bestes Stück gewesen. Und zwar aus 2 Gründen. Der Wein war unnötig und viel zu gut. Wenn ich den Wein als Synonym für Freude sehe, dann stellt sich für mich die Frage: Kann es je zu viel Freude geben? Denn der Mangel an Freude in unserem Leben ist doch noch lange nicht ausgefüllt. Ein Theologe, den ich sonst sehr schätze, Fulbert Stefinski, unterscheidet zwischen entbehrlichen und unentbehrlichen Wundern Jesu. Das Weinwunder ist für ihn entbehrlich, die anschließende Heilungsgeschichte allerdings nicht. Für mich stellt sich nun die Frage, wieso wir es uns so schwer tun mit diesem Weinwunder. Für mich ist es ein unentbehrliches Wunder Jesu, weil es von der großen Bedeutung der Freude für unser Leben spricht und auf unsere Hoffnung auf die große Hochzeit im Reich Gottes hinweist und sie in uns wach hält. Andere Ausleger sprechen hier von einem Luxuswunder. Wunder zur Rettung anderer können gut geheißen werden, aber Wunder, die zum Trinken und der Völlerei einladen? Das Weinwunder ist das erste Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Weitere folgen: Heilungswunder, Speisungswunder, die genauso mit dem Leben der betroffenen Menschen zu tun haben. Aber welche Perspektive wird uns da in Kana eröffnet? Welche Freude, welcher Überfluss! So können und sollen wir uns das Reich Gottes vorstellen. Christliche Freude ist nicht rein geistlicher Natur, weltfremd und abgehoben. Christliche Freude ist geerdet, hat mit unseren ganz körperlichen Bedürfnissen zu tun. Irdische, menschliche Zeichen weisen auf die Herrlichkeit Gottes und geben uns schon hier und heute einen Vorgeschmack der ewigen Himmelsfreude.
Jahrhundertelang wurde Askese und Verzicht gepredigt. Jesus legt hier Lebensfreude vor. Mit diesem Wunder hat er das Fest gerettet, das Fest des Lebens, zu dem er immer wieder einlädt. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben im Überfluss und eben nicht in Mühsal, Plage und Leid. Die kennen wir eh schon lange genug als unsere Lebensbegleiter. Das Fest aber, das hier zu Beginn von Jesu Wirksamkeit gefeiert wird, bietet einen Vorgeschmack auf das, was uns jenseits dieser Welt erwartet. Nicht umsonst betont der Wochenspruch zum zweiten Sonntag nach Epiphanias: Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Da kommt niemand zu kurz, da wird niemand übersehen. Weihnachten hat unseren Alltag unterbrochen, die Nöte unserer Tage, die Pandemie, die Zunahme des Populismus und der steigenden Gewaltbereitschaft konnten einmal zurücktreten. In der Epiphaniaszeit, die mit dem 6. Januar den Heiligen Drei Königen begonnen hat, retten wir etwas von der Festfülle in unseren Alltag. Auch in dieser Zeit erinnern wir uns an die Weihnachtsbotschaft: Fürchtet euch nicht. Friede auf Erden. Mit der Fülle des Lebens beschenkt uns Gott. Einen Abglanz dieser Fülle vermittelt jedes Fest, das gefeiert wird. Diese Fülle stiftet Sinn. Diese Fülle stiftet Leben. Gott ist ein Freund des Lebens. Dafür steht Jesus mit seinem ersten Zeichen. Und wo Gott ist, da ist Fülle. Auch heute will Jesus diese Fülle verströmen. Sind wir bereit zu empfangen? Amen. Ein irischer Segenswunsch sagt: Mögest du dir die Zeit nehmen, die stillen Wunder zu feiern, die in der lauten Welt keine Bewunderer haben. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.